freue mich, dass wir einmal mehr eine tolle Vernissage auf die Beine gestellt haben und darf jetzt Frau Fürst bitten, dass sie sie hindurchführt. Vielen Dank. Deshalb ist diese Ausstellung über 6 Stockwerke auch ein übergreifender Dialog über Geschmack und Wertungen im Allgemeinen sowie im Besonderen. Und ich lade Sie nun dazu ein, die anderen Sichtweisen kennenzulernen und womöglich dabei etwas über sich selbst zu erfahren. Objekte allerhand geschnitzt, handgemalt. Ursprünglich waren sie raumhoch, sind dann kleiner geworden und an die Wand gekommen. Von der Installation zum Objekt, zum Plastik, zur Fotografie. Und das muss man schon verstehen, diese Installation von 12 verschiedenen gleichen Büchern, aber jedes Buch hat eine eigene Farbe gehabt. Thema ist bei mir immer die Vielschichtigkeit, die Unbenennbarkeit auch irgendwie, der ich mich versuche zu nähern, auch einen Schwebezustand, wo man nicht so genau weiß, was ist es, was kann es sein. Phänomen ist bei dieser Arbeit zum Beispiel die Heizstelle, ist aber in einer unheimlichen Dynamik entstanden. Deswegen gibt es diese ganz eigenartigen Farbverschiebungen, diese Unschärfe, die schon ein bisschen in Richtung Malerei rückt, wenn man so will. Vielen Dank.